Aber Warzone, habt ihr das angespielt oder noch nicht? Nö, werde ich auch nicht. Finde es schon ganz gut gemacht, ehrlich gesagt. Also ja, zumindest ist es besser als Feuersturm vom Teamplay her. Ja, ich glaube mir halt, ich bin Blutsbattlefield-Spieler. Ja, ich ja auch. Und ich spiele ja wirklich auch schon längere Zeit Battlefield, sage ich mal, ne? Und ich hätte auch selber nie gedacht, dass Warzone, also dieses neue Battle Royale, so viel Spaß macht. Ja, ja, also Gott ist wie gesagt so eine Sache, aber ich muss sagen, das Handling von den Waffen ist jetzt auch gar nicht so schlecht. Zum Anfang hatte ich den Eindruck, dass das ein bisschen buggy war nach dem Release. Das haben sie jetzt schon einigermaßen so gefixt, bin ich der Meinung. Aber ich habe da auch nicht einen kompletten Überblick. Und du hast halt nicht nur Beute, Battle Royale dort, ne? Du hast ja auch noch Beutegeld. Und Beutegeld ist so, dass du mit deinen Kollegen durch die Welt gehst und Geld einsammelst und Aufträge machst. Du musst sozusagen nie darauf achten, dass du jetzt komplett KD machst. So, du kannst da auch noch sterben und kommst wieder rein, ohne dass du jetzt sozusagen nicht mehr die Möglichkeit hast, reinzukommen. Und das ist doch geil. Wie geil ist das denn? Das wäre so wie Feuersturm ohne Feuerring, dass man die Map sozusagen sich anschauen kann und Geld einsammelt und wer zuerst 1 Million hat, hat gewonnen. Was ist denn das für eine geile Idee? Ohne Spaß, also ich sag das wirklich als Battlefield... Vielleicht wird das Feuersturm nochmal retten. Ja, also Feuersturm würde gar nichts retten mehr, mal abgesehen davon. Außer die würden es kostenlos machen. Und das schaffen die ja scheinbar nicht. Nee. Oder die hätten das einfach beim Release mit rausgebracht, dann wäre es vielleicht nochmal was geworden. Ja, und das Problem, was noch war, jetzt kommt ja noch das größte Problem. Bei Feuersturm kannst du ja nur die Leute reviven, die jetzt unmittelbar vor dir down liegen. So. Und bei Call of Duty hast du nochmal eine Möglichkeit, über Skulag neu reinzukommen. Das ist so ein 1-on-1. Und wenn du das verlierst, hast du danach immer noch die Möglichkeit, vom Team zurückzuholen. Du meinst dieses mit dem Gefängnis da? Ja, das ist das Gefängnis. So, ja, und wenn du das verlierst, hast du danach immer noch die Möglichkeit, von deinen Teamkameraden zurückgeholt zu werden beim Battle Royale-Modus. Für $4.500. Und das heißt also, die sind ja komplett auf Teamspiel ausgelegt. Ja. Ja, und das, wie geil ist das, was denn? Was Battlefield damals und worum raged man? Ja genau, und worum raged man oder worum spielt man Battlefield? Ja, weil es hier weil jeder in der Gruppe reviven kann. Und dieses Warzone hat das ja komplett umgesetzt jetzt im Endeffekt genauso. Fast schon. Ja genau, nee, ist sogar so. Du kannst ja Leute, die down sind und am Boden liegen, kannst du ja auch reviven mit jeder Klasse, genau. Deswegen, also das Teamspiel ist ja bei Call of Duty eigentlich nie so da gewesen, was ja ein negativer Punkt war. Ja. Und dass die Leute so rumcampen. Und bei Warzone ist die Map ja so groß, da gibt's auch kein Pre-Aim. Bei den Minimaps kennst du ja die Schnittpunkte, so Pre-Aim und die ganze Zeit nur die Schnittpunkte abcampen, die Leute. Da gehen die wirklich nur mit der Maus vor, zurück und immer auf denselben Punkt. Ich weiß nicht, was das für ein Spielprinzip ist, auf jeden Fall ist das nicht mein Fall. Ja. So, und das gibt's ja auch nie, weil die Map viel zu groß ist. Neuer Vorteil nochmal. Vielleicht müsste ich mir das jetzt nochmal angucken, ob ich das mal... Und dann hast du ja noch das normale Call of Duty und Warzone, also das Battle Royale, ne? Und das ist ja so ein bisschen voneinander getrennt, wenn du Call of Duty nicht spielen willst. Das musst du extra kaufen übrigens, sonst, weil Warzone ist ja nur kostenlos. Ja, ja. Kannst du das auch machen? Ja. Also dann hast du ja die kleinen Maps mit den PM und mit den Campen und mit den Claymore rum mit Campen. Und kannst die Leute ja nicht reviven, das ist nicht so gut. Oder machst halt war so ein Beutegeld, oder? Battle Royale hat. Und dann gibt's ja auch noch den Waffenmodus, den gab's ja früher im Battlefield genauso. Dass du eine Waffe spielst. Ich glaube Waffenmeister oder so hieß das früher. Und dass du eine Waffe spielst, machst einen Kill und dann hast die nächste Waffe. Und wer zuerst 14 Waffen durchgespielt hat, hat gewonnen. Ich glaube Waffenmeister hieß das früher mal. Im Battlefield 3 oder 4. Und das haben die genauso im Quad. Finde ich auch ganz gut gemacht. Ist mal was anderes vor allen Dingen. Wir haben jetzt uns ein bisschen verquatscht, aber es ist wirklich so, dass COD die wichtigsten Punkte erkannt hat. Und die wichtigsten Punkte sind, wie gesagt, die wichtigsten Punkte sind, dass Battle Royale, dass du dort nicht Rage quittest. Das ist ja gegeben durch Gulag und dass die dich wieder zurückkaufen können. Und das Teamplay ist gegeben, weil die Leute am Boden aufgehoben werden können. So. Das ist es ja. Und du hast nochmal einen separaten Modus als nur dieses Battle Royale. Jeder hat ja nicht Bock. Ständig du musst ja bei Battle Royale immer deine Waffen sammeln. Du hast ja nur eine Handfeuerwaffe zum Start. Und bei Beutegeld hast du dein komplettes Set am Start. Und du kannst auch sterben. Wie gesagt, deswegen ist ja das Warzone so gut. Ich meine, das sagen wir und selbst du auch, OMG, du bist ja auch seit Battlefield-Fan seit Ewigkeiten. Und ich meine, selbst die Leute, Jackfrag ist ja der größte Battlefield-YouTuber weltweit. Selbst der ist davon überzeugt. Und der macht ja auch Videos darüber. Und er ist ja wirklich gut, seit Battlefield 2 dabei, oder ich weiß gar nicht, oder 3. Jackfrag ist, glaube ich, der älteste und größte Battlefield-YouTuber weltweit. Und wenn der selbst davon überzeugt ist, ne, und andere, die jetzt auch lange Zeit Battlefield gespielt haben, amerikanische YouTuber, dann muss das ja irgendwo einen Sinn haben. Viele machen es wegen den Views, das ist klar.
Aber das ist auch so, dass das Spaß macht und auch wirklich geil ist, also. Mit deiner sexy Brille. Digga, die zieht aber auch raus. Ja, die ist schon geil. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Braucht eine Fliegerbrille oder was? Geil? Alter, was hast du denn bitte eine Vorstellung von geil? Der ist zumindest mal auffällig, ne? Wenn du die anderen Sachen, die du anschaust, diese komischen Gasmasken, die kann man sich ja gar nicht mehr antun, oder? Oh, was ja. Einiges geht's, aber die meisten sind ja wirklich übertrieben, oder du hast ja nur überall die Gasmasken. Aber diese Brille, Alter. Oh, scheiße. Und bisschen schade ist an sich schon, dass die Panzer jetzt mit Cosmetics, dass es da keine Gasmasken für gibt. Oh, da ist ja noch einer. Ja, dafür gibt's eher nur Stahlhelme, meinst du, oder? Ja, leider. Gasmaske hätte mehr stehen. Ja, und das haben sie bei Call of Duty auch so gemacht, dass du so rüberspringen kannst mit der F-Taste, so ganz, so im Sprung so, so ja. Ganz ohne dass du festhängst, so sehr gut. Und was sagst du so zu dem Szenario, also von WW2 auf Call of Duty so? Also ich weiß nicht, weil... Weiß ich nicht. Die Waffen finde ich jetzt auch gar nicht mal so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Du hast natürlich dort andere Waffen, klar. Und du bist aber so, dass dort halt auch die Waffen auch für Neulinge eigentlich, du kannst dich sehr gut einspielen da. Die MG ist natürlich Mist, weil die so eine Verzögerung hat beim Aim. Also du bist da sozusagen gelähmt in den ersten paar Sekunden und das ist ja Mist. Du brauchst einen schnellen Aim oder eine schnelle Aktivierungszeit der Waffen und das hast du bei MGs nicht. Und bei Snipergewehren und das ist natürlich ein Problem, deswegen spielst du die ja auch nicht. Als Anfang, als Neuling. Nee, es macht auch, jetzt können wir nochmal Werbung kurz, aber jetzt ist ja, wirklich... Ja, bau mal die Deckung hier für uns. Das ist wirklich so, dass das, ja, das stimmt. Wo ist denn der zweite Punkt? Ah, da, okay, ne, passt. Ist wirklich so, dass das Snipern ist schwieriger und die MGs und die MPs... Müsst ihr ja nicht komplett ausbauen, so ein bisschen. Und ARs sind eigentlich ganz normal, also Assault Rifles und... Die kommen schon. Naja, passt. Die MGs sind eigentlich, wie gesagt, ein bisschen schwieriger. Ja, Modus. Die haben doch hier einen Panzer, wann kommt denn der Panzer? Ist der jetzt schon da oder kommt der noch? Goldpriester, kommen. Ja, ja. Wie war mal Q, war das? Problem ist mit Q, diese Dinger werden auch nicht so gut angezeigt. Selbst bei COD wird es besser markiert. Meinst du die Pings jetzt oder was? Hä? Mit Q markierst du doch die Gefahrenzonen. Aber keiner macht doch die M in der Runde, weil die M-Map so klein ist. In COD siehst du das besser auf der Map, wenn du die hoch machst, groß machst. Wo der markierte Bereich ist, zum Beispiel für Feind oder Angriff. Digga, wann drück ich mal M, Alter? Ja, das macht man ja nicht hier. Nee, das macht man hier nicht. Bei COD kannst du es mal schnell machen, also bei der neuen Modus. Mhm. Und hast sofort den Blick, wo das ist. Schon. Ja, die nerven ganz schön hier, ne? Goldbuster. Nee, nee, kann gerade nicht rein. Oh, die sind ja übelst am A, am Nerven. Unbedingt zur A auf die Seite. Dass sie gemerkt haben, B geht nicht. A wird diffused? Ja, das Problem war, weil wir alle am Strand waren, ne? Und das größte Problem war, wie gesagt, ja bei Call of Duty, dass du die Leute im normalen Modus nicht heilen kannst. Und das geht jetzt ja, wie gesagt. Nee, ich kann nicht mehr, Alter, ganz ehrlich. Alter, liegt da der Hu. Entschuldigung. Die sind hier gleich. Achtung. Von der anderen Seite. Ich hab mich gerade noch geredet in den Bunker rein, Alter. Die nerven ganz schön hier, ey. Oder habt ihr alle schon Level 40 auf den Kapitelrang? Ich noch nie. Schon lange. Ey, ich hab gefühlt gerade erst angefangen hier auf PC. Achso. Ja, vorher PS4 so durchgesuppt, aber... Oh, PS4 ist doch besser, da gibt's keine Cheater. Die B sind die schon wieder. Hab ich auch erst gemerkt, aber von der Steuerung und so, ja. Ich auch. Mach ich jetzt hier lieber. Ach, scheiße, das war nur einer an der Bombe oder was? Ja, die Klack gemacht, gibt's doch nicht. Ja, hä, da liegt noch einer, lol. Nee. Das merkt er nicht. Die haben hier schon Flares über uns abgeschmissen. Geht mal bei A gucken. Was nerven die jetzt hier so? Mann.
Hinter euch kommt eine ganze Welle. Oh, wir starten zu zweit an der Bombe und das schaffen wir nicht. Was war denn das? So, Omi. Ja, ich wechsle jetzt aber auch mal die Waffe, Alter. Ich hab MP34 gespielt. Echt? Ne, ja. Die ist natürlich nicht ganz so gut, Alter. Ich gehe jetzt auf Typ 2A, dass mir die jetzt mal ein bisschen nerven. Nein, Mann, Alter. In meinem Beisel spielt keine 2A. Ja, die MP34 finde ich übrigens gar nicht mal so schlecht, ne? Aber da, auf die musst du dich ein bisschen einspielen. Dann lenkt nicht vom Thema ab, Alter. Dann geht die gut eigentlich. Ja, so oben ist auch nicht viel besser, ehrlich gesagt, ne, wenn du mich fragst. Alter, natürlich, Alter. Die brauchst du wenigstens auch Skill. Alter, guck dir mal die vergleichende Feuerrate an. Nur Headmarker gefühlt, ne? Ich finde auch, dass die Bar so eine Durchschlagskraft hat. Ja, sorry. Ja, guck, ich hab dir gerade das Leben gerettet damit. Jetzt beschwer dich mal nicht darüber über die Team 2, Alter. Die hat gerade einen Arsch gerettet. Die sind schon am Flugfeld hinten auf der linken Seite. Ja. Ah, die greifen echt gut an, muss ich sagen. Schön parallel. Wer ist denn da im Panzer? Ich. Du hast natürlich mit einer M3 Quasegun kenne ich Hunse gegen die Typ 2er, ne, also. Sorry. Panzer kommt. Digga. Oh oh, der Panzer. Ach, ich dachte, nein. Ich dachte, der guckt auf die andere Seite, lol. Ich dachte, der hat mich voll angeguckt. OMG, du hast ja schon Level 200 WTF, Alter. 220. Ja, ich hab's gerade gesehen. Dann suchst du Release oder was? Weiß ich nicht. Ich glaube, wenn du seit Release gespielt hast, dann müsstest du ungefähr... Es gab ja so ein Limit, ne? Es gab ja Level 50er Limit, ne? Ja, stimmt. Das 50er Limit, ne? Und das wurde ja erst so vor Monaten aufgehoben. War ein Jahr lang schon... Ja, und da ging ja so viel XP flöten. Das hat mich auch geärgert. Aber jetzt in dem anderen Jahr bin ich auf 219 gegangen. Aber ich sag mal so, wenn du jetzt seit Level 50er, seit das Cup weg ist, spielst, bist du ja ungefähr bei Bombe. Da bist du ungefähr bei 200er Level, das ist normal, also wenn du jetzt seitdem gespielt hast. Jawohl. Ja, das war ja ein Stress hier.